Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Do It Yourself Inspiration. Ich bin's Kati und das ist ein neues Challenge-Video von Eva und mir. Unser Thema ist heute Wolkenschleim, also Formclay. Und ich habe deswegen hier schon 3 Dosen Formclay in Schwarz einmal. Dann habe ich so einen Grün-Türkis-Glitzer und Weißglitzer. Und aus diesen 3 Farben werde ich Perlen formen und die dann hinter auf dieses Gummiband hier auffädeln, also ein schönes Armband selber machen. Und damit die Perlen in der Mitte ein großes Loch haben, habe ich so ein Holzstäbchen, damit ich das da reinpieksen kann. Ich fange mal mit Weiß an und nehme mir so eine kleine Portion hier weg, je nachdem wie groß die Perle eben werden soll. Daraus forme ich jetzt eine Kugel. Und durch die Kugel stecke ich jetzt einmal hier den Holzstab. Ganz vorsichtig einfach an der einen Seite rein. Und dann kommt er hier an der anderen Seite schon wieder raus. Dann kann man noch mal so ein bisschen hier das Ganze rumformen. Und hier drin ist die Kugel, das Loch in der Kugel. Die ist jetzt relativ groß geworden, aber ich glaube, ich werde jetzt ein paar kleinere auch formen. Man muss natürlich auch nicht nur runde Perlen machen, sondern man kann auch, wenn man dann hier durchgestochen hat, das Ganze zum Beispiel so ein bisschen platt drücken oder so ein bisschen länglich formen. Kann das auch so ein bisschen kringeln. Zum Beispiel so. Dann wieder vorsichtig das Holzstäbchen rausziehen. Und dann werde ich die nächste Perle formen. So, jetzt habe ich jede Menge Perlen fertig. Einige in Schwarz, in Türkis und 5 weiße. Ich glaube, die weißen will ich immer so dazwischen machen und dann eben die bunten so. Also Schwarz, Türkis, Schwarz vielleicht dann. Dann nochmal wieder eine weiße. Das werde ich dann schauen, wenn die getrocknet sind. Jetzt müssen die nämlich erstmal ungefähr 2 Tage lang trocknen. Sobald die trocken sind, dann geht das Video weiter. Also für euch geht es schnell. Ich muss erstmal 2 Tage warten. Und dann fädel ich die hier auf meinen Faden auf. Ja, jetzt erstmal geduldig sein. Ein Tag ist jetzt vergangen und meine Perlen sind getrocknet. Die sind richtig schön leicht, also das wird ein leichtes Armband. Und ich habe hier meinen Faden und jetzt werde ich einfach die Perlen auffädeln. Ich habe jetzt ganz viele Perlen aufgefädelt und einige liegen hier auch noch. Aber ich glaube, das ist schon jetzt ein bisschen groß. Ich habe schon ein paar Perlen zu viel aufgefädelt, damit es schön, ja, nicht zu eng ist, aber auch nicht viel zu locker, werde ich nochmal so ein paar Perlen wieder runternehmen. Dann passt es zwar nicht mehr so ganz genau mit dem Muster, aber ich glaube, das wird nicht auffallen. Ich habe jetzt 2 Perlen runtergenommen und dann werde ich hier jetzt einen ganz festen Knoten machen. Da eignet sich eigentlich ganz gut so ein 8er-Knoten. Also ein Knoten und dann ein Knoten, der nochmal genau andersrum ist. Das sieht dann so aus wie eine kleine 8. Und der muss natürlich jetzt an der richtigen Stelle sein und dann ziehe ich den ganz, ganz fest. Ui. Und da ist auch schon mein Band gerissen. Das ist ja ärgerlich. Also ich weiß gar nicht warum. Es war anscheinend ziemlich unstabil hier der Faden und der ist einfach gerissen. Deswegen werde ich jetzt nochmal schauen, dass ich genug Perlen drauf habe. Nochmal die, die gerade runtergefallen sind, wieder auffädeln und dann eben nochmal diesen 8er-Knoten. Und vielleicht dann erstmal vorsichtig zusammenziehen. Ich habe jetzt direkt ziemlich kräftig zusammengezogen. Vielleicht lag es auch daran. Jetzt hat es besser geklappt mit dem Knoten. Jetzt schneide ich hier einfach noch die Enden ab.
Am besten nicht zu kurz, aber schon relativ kurz, sodass es hier in den Perlen verschwindet. Und dann ist mein Armband jetzt fertig. Ich finde, das sieht super schön und sommerlich aus. Kann man schön mit passendem Schmuck dann kombinieren oder eben dann zu türkisfarbener Kleidung, zu schwarzer Kleidung als kleines Highlight. Also ja, mal was ganz anderes irgendwie. Und man hat so viele verschiedene Möglichkeiten. Man kann ja kleinere Perlen formen, längliche Perlen, eckige Perlen, wie auch immer man möchte. Und dann hat man so schnell so ein schönes Armband. Vielleicht möchtet ihr das nachmachen, also gerne einen Daumen nach oben dafür da lassen. Und sonst schaut jetzt mal, welcher Begriff nächste Woche bei unserer Challenge dran ist. So, dann wollen wir mal einen Begriff für nächste Woche ziehen. Ich schau mal, ich will noch mal alles durch. Und ich habe einen Zettel. Ja. Oh, wir sehen noch nicht, was es ist. Und das ist Duschgel-Haul. Oh. Ah, genau, das hatten wir noch mal mit reingeworfen. Ich glaube, das stand auch unten in den Kommentaren von jemandem von euch. Ja. Es gibt ja so viele coole Duschgels. Und da einfach mal irgendwie ein Lieblingsduschgel oder vielleicht ein ganz besonderes, was eine schöne Verpackung hat, was besonders gut riecht. Oder was Neues. Genau, irgendwas Cooles. Da bin ich gespannt. Ja, mache ich mich mal gleich auf die Suche. Gleich auf den Weg. Natürlich nicht am Sonntag, sondern sobald die Geschäfte geöffnet haben. Morgen früh um 7:15. Ja, wir hoffen, dass euch heute unsere Videos gefallen haben. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Schaut auch beim Video der jeweils anderen vorbei. Abonniert gerne unseren Kanal, falls ihr noch nicht abonniert habt. Bei uns bekommt ihr immer tolle DIYs, Challenges, Snacktests und vieles, vieles mehr. Also gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.